Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Total War Attila mit den Franken und euren, ja richtig, Don Firenze. Ich bin jetzt echt am Überlegen und ich bin schwer am Kämpfen mit mir, ob ich nicht einfach Tabula Rasa mache. Ich kläre das jetzt ein für alle Mal. Die Frage ist, die Makromannen. Seid gegrüßt, mein Freund. Wir besprechen alles, was ihr wünscht, doch bringt uns Worte, die unsere Herzen erwärmen. Ich bin das Messer im Dunkeln. Mein Werk ist vorerst vollbracht. Ich sehne mich nach einem Kampf. Ich erwarte eure Befehle. Bereit zum Kampf. Ich muss nur aufpassen, dass ich meine Ländereien nicht überdehne, sonst hätte ich jetzt den Vorstoß gewagt. Ich frage mich, warum die Thüringer mich angreifen. Sind die lebensmüde oder? Wahrscheinlich. Auf geht's! Zerstört sie! So, das war's schon mit den Thüringern. Auch diese Armee hat langsam ihren So, machen wir gleich mal hier. Der braucht jetzt auch eine Rüstung. Chance auf Erkennung auf Kampagnenkarte machen wir so. Kommt nur her, alle. Kommt nur alle her. Ich werde jetzt trotzdem aber mal mit den Langobarden, die sind mir nämlich willkommen. Immer noch freundlich gesinnt. Sprech, mach schon! Vergeudet keine Zeit, die besser mit Jagen verbracht wäre. Zahlungen einfordern. No, nicht Angriffspakt will ich gar nicht. Reicht schon, wenn ihr erst mich mal nicht angreift. Gucke ich mal kurz hier hin. Die Alemannen haben ein Schutzbündnis mit den Septimanen und den Makromannen. Und mit den Langobarden haben sie auch ein Bündnis. Also kann ich mir jetzt erstmal nur die Thüringer vorknöpfen. Versuch die Wahrheit nicht mit euch. Warum die mich angegriffen haben, es wird mir ein Rätsel bleiben. Aber gut, so ist das eben. Verwüstet, verwüstet. Bereit zum Kampf. Erfüllt eure Pflicht, meine Krieger. Ich sehne mich nach einem Kampf. Wir werden uns jetzt diese Pikten und dieses ganze Geschwärtel da unten holen.
Und du gehst mal bitte hier rein. Ja, soll auch da bleiben. Ich erwarte eure Befehle. Okay, ich habe Geld zurückgekriegt. Ach so, das ist. Für den Sturm! Gut. Dann machen wir mal eine Runde weiter. Die könnten doch eigentlich auch mal langsam Frieden machen. Das bringt doch so nichts. Makromannen. Eine flatternde Zunge, die ohne Weisheit spricht, ist nicht willkommen. Seid wie die Spitze eines Speers. Kommt! Ich muss die Thüringer erst wieder platt machen, dann werden mir die anderen, denke ich, schon wieder aus der Hand fressen. Krieger, eure Befehle. Wie kann ich euch? Es bringt mir nichts, den Tag mit euch zu vergeuden. Eure Rede sollte mir lieber gefallen. So, okay. Dann muss ich da durchmarschieren. Hol mir dann erst diese Länder rein. Da unten ist ja nichts mehr. Und dann noch diese Länder rein. Und dann hat sich das, denke ich mal, endgültig mal erledigt hier. Schauen wir mal. Die waren dann auch ganz schön lange rum. Zurück! Reise abgeschlossen. Der alte Thüringar. Die Pferde nicht verkaufen sollen. Aber hinterher ist man immer schlauer. Ich sehne mich nach einem Kampf. Was soll ich sagen? Da sind sie wieder alle. Der wird auf alle Fälle geholt. So, jetzt schauen wir mal, ob da was läuft oder nicht. Uiuiuiuiuiui. Jo, da müssen wir mal ran. Und das wird nicht leicht werden, das garantiere ich euch jetzt schon. Aufstellung warten. Aufstellung starten. Nebel ist zwar nicht schön fürs Spielen, aber. Furchtlose Krieger! Krieger, ich komme nicht zum Angriffslos.
Sie werden für uns bluten! Kampfbereit und willig! Adlige! Wie ihr sagt! Zerklüftetes Land hier. Perfekt für einen Hinterhalt. Wo ist der böse Feind? Der kann ja dann eigentlich nur noch da hinten irgendwo sein. Wahrscheinlich da ganz oben auf dem Berg irgendwo. Wo ist der Feind? Wo hat der sich versteckt, der Urmel? Ich muss jetzt hier mal ein bisschen scouten. Der steht da hinten, okay. Wir sind in einen Hinterhalt geraten. Die Krieger wollen Blut. Ich geniere. Hey! Wir haben ihre versteckten Männer entdeckt. Zum Kampf bereit. Schieß! Unser General wird angegriffen. Beschützt sein Leben. Tötet sie! Tötet sie! Tötet sie! Lasst euch! Lasst euch in Bewegung! Hey, hier! Schieß auf sie! Ja! Ja!
Unsere Männer haben sich neu gruppiert. Unsere Streitkräfte haben Mut gefasst. Zurück in den Kampf! Schießt auf sie! Zieht euch zurück! Unsere Männer lösen sich! Der Feind hat unseren General getötet. Die Männer verlieren. Die Männer fallen vom Glauben ab! Nein, jetzt war's das. Jetzt war's das. So eine Scheiße. Ja, Niederlage zugeben. Die Thüringer haben uns besiegt. Da beißt die Maus mal keinen Faden ab. Ah, verdammt. Gut, wir haben ihm auch ganz schön zugesetzt. Hilft uns am Ende aber nicht. Wir suchen Schutz. Ja, der... Der soll's werden. Der soll's werden. Ich sehne mich nach einem Kampf. Eure Befehle. Langsam in den Hafen. Für den Stamm. Gucken wir mal, ob wir vielleicht sogar mit den Alemannen haben wir militärischen Zugang. Mit den Langobarden könnten wir das vielleicht auch hinkriegen. Ich habe militärischer Zugang, nicht Angriffspakt, Zahlungen. Auch abgelehnt. Na gut, okay. Ihr könnt euch beschweren, wenn eure Füße... Heiliges Gelände. Haus des Stammesführers. Könnte eine Option sein. Ich bin das Messer im Dunkeln. Jäger. Okay, Kurier. Kavallerie-Rekruten. Den holen wir uns mal. Bereit zum Kampf. Krieger! Die Pikten. Seid ihr mutig oder töricht? Oder einfach nur verrückt? Spricht, und ich höre euch an, ehe ich euch das Fell abziehe. Wie wär's denn hiermit? Denen seid hier ihr mutig Friedensabkommen oder auch nicht. Okay, alles klar. Blöd. Ist echt blöd. Aber ich kann's auch nicht ändern.
erwarte eure Befehle! Müssen wir mal eine Runde weitermachen. Hilft ja alles nichts. Ja, das können sie von mir aus haben. Da ist nichts drin. Am besten ist, sie zerstören es gleich. Nee, tun sie nicht. Jetzt wird's langsam tricky. Voll zurück! Wir schlagen das Lager auf! Wieso das denn? Okay. Ich hätte es vielleicht auch selber spielen sollen, hä? Manchmal ist es ganz komisch, da... Es fällt sich meistens immer anders drum. Okay. Was kann ich noch tun? An die Arbeit. Ich könnte noch mehr tun. Nicht möglich. Ich sehne mich nach einem Kampf. Stellt Wachen auf. Bereit zum Kampf. So, jetzt wird's wieder ein bisschen besser hier. Und ihr versucht mal wieder zu kaschen. Erfüllt eure Pflicht, meine Krieger. Machen wir doch glatt. Was können wir denn hier noch weiterbauen? Militärhafen, Holzfäller, Marktstände, Jagdhütten, germanische Pikeniere. Investieren wir lieber mal in Beine. Kann man nicht, okay. Versuchen wir das wenigstens mal da drüben. Kann man auch nicht. Nachzügler werden zurückgelassen. An die Arbeit, Männer. Gehen wir mal dahin. Bereit. Jo, hier können wir doch einiges Gutes tun und bekommen. Germanische Reiter. Hervorragend im Angriff. Schwere Nahkampfkavallerie.
Kämpft mit uns. Es ist ein gutes Leben. Geschossschaden, blablabla, Nahkampfschaden, Blockierung schwach. Kommt, Männer, kämpft für uns. Gut. Ich bin das Messer. Schauen wir mal. Und holen uns hier vielleicht noch einen Wohlstand. Und dann noch einen Streiter. Und ich würde sagen, an dieser Stelle Kriegsbandenführer. Blut und Ruhm. Genau. Pferdezucht, genau, sehr schön. Komm du mir nach Hause. Komm du mir nach Hause. Lupfurdum wird mir gehören. So viel ist ganz, ganz sicher. Mein Volk hört euch. Leute, an dieser Stelle mache ich dann auch mal Schluss. Der Adelmar, der kommt hier rein. Stammesoberhaupt. Haben wir das auch mal wieder geklärt. Und ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal, euer Don Firenze.